Hallo und schönen guten Abend und willkommen zum nächsten Season 2 Sorg Guide. Heute geht's um die Ice Shard Sorg. Ja, ich befinde mich wie immer hier in einem 100er Nightmare Dungeon und gleich gibt's auch Gameplay. Aber als allererstes kommen wir zu den Planer-Links. In der Videobeschreibung findet ihr wie immer meine D4 Planer-Links. Da gibt's wieder ein paar verschiedene Versionen. Hier gehe ich einmal kurz durch, was welche Version ist. Und danach geht's ums Gameplay und die Skills, ganz grob, wie das abläuft. Als allererstes haben wir immer die World Tier 4 Version, einmal mit und einmal ohne Uber Unique. World Tier 4 Oculus Version. Mit Oculus kann man permanent seinen Dash durchspammen. Als Dash haben wir die Vampiric Power hier, Metamorphose. Also können wir die ganze Zeit mit Metamorphose durchhüpfen. Am besten übrigens für besseres Ressourcenmanagement bei dem Bild Metamorphose nicht upgraden auf 3, sondern auf Level 1 lassen. Ja, einmal eine Über- und einmal eine ohne Uber-Version. Die mit Uber-Version trägt man eine Harlekins-Krone für mehr Schaden, für Ice-Shards, mehr Plus-Skills. Und die nicht Uber-Version trägt immer eine Godslayer's Crown. Und dann gibt es hier insgesamt 6 verschiedene Nightmare Dungeon 100-Versionen. Jeweils einmal Uber und No-Uber. Da ist einfach nur der Helm, wie gesagt, gewechselt. Einmal eine Standard-Version, wo man keine Items switchen muss. Mit Frostburn-Handschuhen und T-Balls Will-Hosen. T-Balls Will für guten Schaden im Dungeon, am Boss, Ressourcenmanagement und so weiter und so fort. Frostburn zum Gegner einfrieren, denn wir wollen immer hier die Gegner einfrieren bei Ice Shards, damit wir dann die passiven Ice Shards procken, die automatisch auf die Gegner drauf fliegen. Plus halt mehr Damage gegen CC, Control, Glyphe und so weiter. Hier Vampiric Power, Domination machen wir noch mehr Schaden gegen CC-te Gegner. Aber hauptsächlich wollen wir die automatischen Ice Shards procken. Und das Gute ist, wenn wir die Gegner über Frostburn, über die 25%ige Laketchance einfrieren, dann haben wir eine Chance, dass wenn wir dann die Gegner hitten, dass dieser CC-Effekt, dieser Freeze auf andere Gegner überspringt. Und zwar eine 50%ige Laketchance, dass sie sozusagen rumspreaden, diese Freeze-Effekte. Und dann alle Gegner, die gefreezed werden, auf die werden dann automatisch Ice-Shards geschossen. So erzeugen wir Area-Damage. So, und wenn dann noch Gegner sterben, die eingefroren sind, tun wir nämlich hier bei der Full-Trash-Damage-Version, ziehen wir dann noch die Ice Hard Brace an, im Dungeon sozusagen, wenn wir die dann anziehen. Die haben nämlich nur eine Chance, wenn gefrorene Gegner sterben, eine 20%ige Chance, dass die eine Frostnova hinterlassen. So haben wir diesen erstmal spreadenden Eiseffekt, der dann nochmal Noven procken kann, die nochmal Gegner einfrieren. Da fliegen wieder automatisch Eisshards drauf, die können das wieder rumspreaden, wie so ein Lauffeuer quasi, an Einfrieren und automatischen Eisshards, was damit procken kann. Das ist quasi das, was wir so ein bisschen switchen würden. Für die Full Area Damage Version, wenn wir jetzt hier normale Dungeon-Version mit Full Area Damage vergleicht. Für Full Boss Damage würden wir dann die Handschuhe auch austauschen. Da war auch dann T-Balls Will für Boss Damage sozusagen drin, weil das ganze Freeze-Zeug bringt uns ja am Boss nicht wirklich was. Frostborn würden wir auch ausziehen und würden stattdessen Handschuhe mit dem Consated Aspekt anziehen und plus 4 auf Ice Shards. Mehr Plus-Skills, nochmal ein Damage-Affix auf jeden Fall, mehr Single-Target-Damage. Ja. Im Dungeon willst du so aber nicht rumrennen mit der Full-Boss-Damage-Variante, weil du sonst kaum Area-Damage hast. Dann kannst du Gegner nur über Frostnova kurz einfrieren und dann hast du so diese automatischen Ice-Shards und sonst kaum. Deswegen mache ich es momentan so, für Nightmare-Dungeons switche ich immer von der Trash-Damage-Version zu der Boss-Damage-Version. Wenn ihr aber nicht switchen wollt oder so, keine Ahnung, ob das später im Avatar of Seal zum Beispiel geht, dann bleibt ihr permanent auf der Version hier mit Frostburn an und T-Balls Will an. Ja, das soweit zum D4-Planer. Ich move mal wieder zur Seite. Ansonsten Standard-Sachen. Was ist wichtig, wenn wir mit einem Bild hohe Nightmare-Dungeons machen wollen? Als allererstes einen hohen Lebenspool haben. Ich habe hier um die 16.000 Leben. Kommt zum Teil von Harlekins Krone. Leben auf der Brust. Generell die ganze Damage-Reduction auf der Brust haben. Ist wichtig. Dann natürlich Resis maxen. Die Resis sind hier gemaxt und zwar über einen Skill, und zwar Potent Warding. Potent Warding ist sehr praktisch, das gibt uns bis zu 9% All Resistance für 9 Sekunden, nachdem wir einen Non-Basic Skill gecastet haben. Das heißt, wir müssen, können hier einfach in die Luft, kann ich Ice Shards casten, und ihr seht, ich habe Max Resis. Und die Resi von dem Skill, den ich gecastet habe, overcapped das nochmal, hier 73%. Wenn ich hier Dings caste, dürfte ich normalerweise nochmal mehr Lightning Resistance bekommen. Ich teleport caste hier 70,9 habe ich jetzt bekommen. Ja, damit haben wir easy Max Resis, also Max Resis ist wichtig, hoher Lebenspool und ansonsten noch genug Rüstung haben, genug Armor. Wir wollen im 100er Nightmare Dungeon bis zu 13.400 Armor haben, um maximale 85% Damage Reduction gegen die Gegner zu bekommen. Ich weiß nicht genau, wie viel man Avatar of Seal später brauchen, im neuen Endgame-Content, der am 5. Dezember kommt. Um die 14.000 bis 15.000 reichen da wahrscheinlich. Ich glaube, mit dem Setup kommen wir ungefähr auf 14.500. Ja, keine Ahnung, wie hoch vom Level ungefähr die Gegner in der höchsten Stufe vom Avatar auf sie skalieren, wie viel wir da genau brauchen. Aber ich denke mal, mit dem Bild dürfte man mehr als genug Rüstung an der Stelle haben. Denn wir wollen hier Rüstungsrohr auf der Brust drauf haben, wir wollen es auf dem Ammo drauf haben. Und auf dem Ammo packen wir noch den Disobedience-Aspekt drauf.
So, der Minions-Aspekt ist ganz wichtig, damit wir maximalen Armor-Cap sehen. Bedeutet, er sollte immer aufrecht sein. Bedeutet, es ist ganz wichtig bei 100er Nightmare-Dungeons, dass man nicht zu große Pausen einlegt. Dass man so ein bisschen durchrusht, ein bisschen durchhetzt, um permanent diesen Disobedience-Buff in der Buff-Leiste aufrecht zu halten. Der sollte niemals droppen, ansonsten können irgendwelche Physical-Angriffe, irgendwelche Schüsse, Armbrustschütze, was auch immer aus dem Nichts, Buff könnt ihr euch einfach instant umhitten. Ja, das ist wichtig. So kann man halt mal bei Gegner leeren Passagen nämlich instant one-shotted werden, was im Avatar of Zero später, im neuen Endgame-Content, halt dann instant der Tod ist. Nightmare Dungeon ist halt ein Leben dann in dem Fall weg. Und noch mehr Toughness könnten wir jetzt Potions nehmen. Ich habe jetzt hier leider keine dabei. Wenn ihr keine guten Armor Rolls habt, nehmt ihr eine Iron Skin Potion. Für, heißt es Iron Skin? Nein, das heißt Iron Barb, glaube ich, auf jeden Fall. Die Armor Potion könnt ihr auf jeden Fall nehmen, um das Armor Cap sozusagen zu hitten. Ihr könnt die für 20% mehr Leben nehmen. Ihr könnt auch eine für mehr Crit Chance nehmen, theoretisch. Wie ihr Bock habt, aber an sich braucht man es nicht. Der Area Damage von dem Build, jetzt hier in der Full Area Damage Variante, ist super. Single Target Schaden ist auch okay. Generell mit Item Swap sozusagen. Ich werde jetzt hier meine Hose und meine Handschuhe halt für den Boss werde ich die wechseln. Damit ist der Damage super. Wenn ich jetzt so rumlaufe quasi auf der normalen Version, ist beides so, na, okay, Area Damage, okay, Single Target Damage. Aber ich will euch mal sozusagen das Beste vom Besten zeigen. Deswegen tausche ich gleich hier meine Hose und meine Handschuhe für den Bossfight an. Ja, Gameplay relativ simpel. Man steht auf Range, schießt Ice Shards auf die Gegner und dann beginnt diese Kettenreaktion, dieser Spread und diese automatischen Ice Shards kommen angeflogen. Wenn euch Gegner zu nahe kommen, Frost Nova stunnen und die Ice Shards kommen rausgeflogen und killen die Gegner. Flame Shield für Survivability und sterblich machen. Ice Armor für Barrier auf jeden Fall, plus nochmal ein bisschen mehr Mana-Regeneration. Deep Freeze auch in gefährlichen Situationen. Man kann theoretisch lange im Deep Freeze bleiben, dann sind irgendwann die Gegner eingefroren und auch die automatischen Ice Shards kommen raus. Oder du nimmst es, um Flame Shield in manche Situationen zu resetten, dich selber unsterblich zu machen, Frost Nova zu resetten, um einfach Gegner nochmal einzufrieren oder Teleport resetten, wie auch immer. Für gefährliche Situationen Deep Freeze und Teleport Sofortbewegung. Ganz wichtig natürlich, wir wollen auch alle 6 von unserem Metall-Rusher-Ring haben für den maximalen Damage-Multiplier. Bedeutet, wir machen Ice-Damage über Ice-Shards, Lightning-Damage über Teleport. Wir müssen damit einmal im Dungeon am Anfang die Gegner hitten und mit Flame Shield machen wir Feuerschaden. Zusätzlich haben wir nochmal Giftschaden über Infection, über die Vampiric Power hier, sodass wir bis zu 4 Tarasha-Stacks haben. Schaut, dass ihr die aufrecht habt, dass ihr einmal mit Flameshield nah an den Gegnern vorbeigelaufen seid. Beziehungsweise, wir haben Firebolt, dann vergesst das mit Flameshield. Firebolt pockt eh Feuer. Nur du musst einmal die Gegner ranporten. Und wir haben mit Teleport, dass du damit die Gegner hittest, dass du nicht nur im Nichts rumportest, weil dann fehlt dir sonst ein Stack vom Dings. Ein Stack vom Tarasha-Ring. Ja, ich glaube, das war's soweit. Durchhüpfen, Eisschatz schießen. Mal sagen, let's go. Ganz wichtig auf jeden Fall erstmal, dass das Obedience ab ist. So, mal sehen, wir gleich mal ein paar Gegnermassen haben. Seht ihr vielleicht mal, wie das Lauffeuer sozusagen losgeht. Natürlich müssen dafür ein paar Gegner da sein. Dann seht ihr vielleicht, wie das so aussieht mit dem Spreaden von dem Ice-Effekt. Seht ihr da, seht ihr alle eingefroren. Zack, zack, zack. Hier seht ihr, der Damage ist relativ easy. Hier, alle eingefroren. Würdest einen und halt die anderen werden einfach mit eingefroren. Das ist dann der Effekt von der Brust sozusagen. Von diesem Shared Misery. Hier, können wir dich mal rein. Einfach freezen. Zack, zack, zack. Platz alles. Ja. Muss halt so ein bisschen lernen, mit diesem einen Strahl, den man hier nur an Damage hat, halt umzugehen. Dem so ein bisschen zielen. Und das ist eigentlich relativ easy zu spielen. Die meisten Gegner sind ECC. Kannst schön auf Range bleiben. Zack, du pierst einmal alles tot. Alle 4 Stacks vom Tarasha-Ring auf jeden Fall. Hier bei solchen Stellen hebt man sich dann die Frostnova auf, wenn man mal zu nahe Gegner dann ist. Da sieht man es bei manchen Haufen halt, wie das so ein bisschen spreadet. Hier ist jetzt schon der Bossfight. Das ist ein relativ kurzer Dungeon. Deswegen gehe ich immer nochmal eine extra Runde. Einfach um nochmal so ein bisschen das Ganze zu zeigen. Wenn ich da reinhaut, seht ihr, wie alles gefreezed ist. Und das nur, weil ich hier einen Strahl eingeschossen habe. Bei irgendeinem Gegner sind die Frostburn geprockt. Da habe ich dann dagegen geschossen und über Lucky Hit Chance vom Ice Chart habe ich dann diesen Spread geprockt, dass der ganze Haufen eingefroren ist. So kann man halt riesige Gegnermassen mit dem einen Strahl einfach einfrieren. Wenn die dann halt noch gefreezed sterben, haben wir halt dann immer noch die Chance, dass die eine Frost Nova procken und dadurch halt nochmal mehr Area Damage machen. Guck mal hier, ich mache einfach mal den Cursed Shrine. Da sieht man das ganz gut vielleicht. Der war hier, schießt meinen Strahl. Und da seht ihr auch die automatischen Ice Shards gut, die rauskommen. Wenn ich einfach so ein bisschen auf Range stehe. Sieht dann manchmal aus wie so ein kleiner Multishot an Ice Shards. Mana dürfte man eigentlich immer genug haben. Hauptsächlich bekommen wir Mana über die T-Balls Will. Wenn wir uns Unstoppable machen, also wenn wir den Vampir-Dash machen.
Oder wenn wir Teleport casten. Oder wenn wir Flameshade casten. Dann nehmen wir noch Gegner. Ja, zack. Sind wir im 100er Dungeon. Die Spinnenhaufen easy platzen. Die sind noch nicht One-Shot. Mit so einer Spinne kann mich mal ein paar Sekunden hitten. Sofern nicht Dings ausläuft. Disobedience. Einzige, was einem gefährlich werden kann. Ja, aber es ist sehr gechillt, sehr angenehm. Sagen auch mein erstes Mal, dass ich Ice Shards gespielt habe, die Season. War relativ positiv davon überrascht. Ich habe das Ganze mal in der Beta gespielt damals. Da fand ich den passiven Ice Shard schon echt geil auf jeden Fall. Dieses Auto-Aim auf jeden Fall gegen gefreeste Gegner. Aber auch der Ice Shard zum selber schießen, wenn man damit halt automatisch den passiven dann prockt über sowas wie Frostburn, ist sehr, sehr praktisch. Es gibt nämlich leider keinen Aspekt, der gut irgendwie die Gegner einfriert. Deswegen ist halt die beste Art und Weise, um Gegner auf Range einzufrieren, einfach Frostburn. Aber Frostburn dürften auch bei irgendwelchen Bossen droppen. Muss man nur dann denken, die aufzubewahren. So, ich würde sagen, wir gehen zum Boss rein. Ich lasse den Schrein kurz auslaufen. Jetzt T-Balls Will on und Janschu. Übrigens, im Dungeon tue ich nicht über T-Balls Will Ressource generieren. Das war gerade leider viel Information. Dings, Frostburn haben eine Lucky-Hit-Chance, die Ressource zu geben. Und ich denke, nein, wir haben es gar nicht drin. Ja, ich glaube, die Lucky-Hit-Chance gibt mir alles an Ressource, weil ich glaube, ich habe nichts sonst für Ressource drin, ne? Die dürfte wahrscheinlich im Dungeon reichen, um dich eigentlich komplett gegenzurecken. Effekt von Frostburn. Jetzt beim Boss brauchen wir die T-Balls Will, weil die Frostburn ausziehen. Da geben uns die T-Balls Will hauptsächlich Ressource. Ja. Die ganzen Projektile, die wir haben und der relativ hohen Lagierchance, ich glaube hier 19%, löst man relativ gut hier die Bonusressource von Frostburn aus. Es gibt jedes Mal 20% Ressource, wenn das auslöst. Dann halte ich gut hoch. Ansonsten der erhöht der Ressourcengeneration durch Ice Armor. Im Dungeon hast du nie Ressourcenprobleme. Höchstens jetzt am Boss, aber da auch mit T-Balls Will eigentlich kein Problem. So. Wir dashen einmal durch den Boss vielleicht durch, wenn ich es wieder kann. Hat er nämlich Vampiric Curse drauf und ist permanent ans Vulnerable. Dann ballern wir einfach drauf. Bisschen ausweichen. Einfach den Stahl auf Range draufhalten. Kann er auch mal einfrieren. Muss ein bisschen dann denken zu dashen bzw. zu porten, dass man unstoppable ist für die 40% mehr Schaden von den T-Balls Will. Und wenn er seine Schüsse schießt, machen wir mal Deep Freeze an. Easy. Flame Shield draufhalten. Ist jetzt sehr, sehr unkompliziert, auf jeden Fall so ein 100er Bossfight. Zack, tot. Ist relativ schnell. Ist, glaube ich, deutlich schneller als Frozen Orb zum Beispiel beim Single-Target-Damage. Wenn ich jetzt halt nicht die Handschuhe an hätte, würde mir noch mal einiges an Damage fehlen. Mir würden plus Skills fehlen. Mir würde halt die 24% Damage by Barrier sozusagen fehlen auch. Wenn ich hier mit dem Frostburn einfach reingegangen wäre, dann wäre das hier sozusagen die normale Damage-Variante. Wenn man keinen Gear-Swap betreiben will, würde der Boss ein kleines bisschen länger dauern. Ungefähr auf Frozen Orb-Niveau, ungefähr vom Single-Target-Damage. Ja, hat auf einmal ein bisschen konstanteren Schaden den ganzen Dungeon über. Wenn ihr wirklich die Zeit habt und ihr Bock habt zu switchen, dann kann ich nur raten, von Full Area Spread sozusagen zu Full Single Target auf jeden Fall zu switchen. Jo, dafür gibt es aber die ganzen Versionen im D4 Planer. Ansonsten gibt es, glaube ich, über den Bild nicht viel zu sagen. Ja, habt Spaß damit und ich würde sagen, falls ihr noch Fragen oder Kommentare habt, haut es in die Videokommentare oder kommt live im Stream vorbei. Und ansonsten sehen wir uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.